es tut mir natürlich leid für die Tamara, aber ich kann ihr da auch nicht helfen jetzt, wenn sie wirklich krank ist. Ich kann ein bisschen zaubern, aber ich kann jetzt nicht von einem auf einen anderen Moment jemanden wieder lebendig machen oder komplett gesund machen. Schade. Dann würde vor allem Ruhe helfen, aber die gönnt sich Tamara nicht. Mir tut's mega leid für Tamara, weil das wünscht man natürlich keinem, dass man nicht fit ist, um performen zu können. Und jetzt wird, glaube ich, gerade der Blutzuckerspiegel gemessen, weil ich denke mal, dass der relativ niedrig ist, weil sie noch nichts gegessen hat. Und aber die Mädels hier, das sieht sehr professionell aus. Vielleicht können die ihr irgendwie ein bisschen was geben, dass es gleich möglich ist, aufzutreten. Jetzt gerade sieht es nicht wirklich danach aus. Der Körper macht ihr gerade einen Strich durch die Rechnung. Sie ist wahnsinnig, wahnsinnig krank. Und das sieht man halt an allem. Der Körper ist richtig schwach. Ihr ist übel, sie zittert. Und das tut einem einfach so leid. Ihr werdet die nächste Gruppe. Wie fühlst du dich? Denkst du, wir können es probieren? Ja, ich bin froh, wenn ich so schnell wie möglich. Wenn du es hinter dir hast. Die medizinische Betreuung gibt ihr okay. Tamara will es versuchen. Aufgeben kenne ich nicht das Wort. Jetzt ist Kämpfen angesagt. Ich bin auch und Lydia, du musst zuerst gehen, dann Tamara und dann ich. Und ich stehe rechts, gell? Genau, ich stehe. Hier sind Lydia, Tamara und Paulina. Hey Boys. Hallo. Hallo, Madam. Hi. Ja, Tamara, ich habe Schlimmes von dir gehört. Du bist total krank oder Lungenentzündung sogar? Ja. Ehrlich? Ja. Hast Fieber, oder? Auch, ja. Also ich bin seit 2 Wochen krank. Wird nicht besser? Nee. Wow. Aber ich stehe da. Ja, wünsche ich dir viel Glück. Vielleicht klappt's, ja. Okay. Schöner Titel. Kanntet ihr den so ein bisschen? So? Ja. Nein, ich kannte ihn. Ich auch nicht. Gar nicht. Ja, dann werden wir uns das sagen. Ja, Tamara, erstmal meinen vollen Respekt, du hast das durchgezogen und finde, du hast das auch wirklich ganz gut gesungen, ja, hast die Sache gut gemacht. Bei dir kriege ich ganz oft Gänsehaut, nur leider ist es halt so, dass es nur kurze Momente sind.
Wenn du mehr davon schaffst, großartig. Aber sieh jetzt erstmal zu, dass du gesund bist. Ja, mach ich. Danke. Für mich warst du von den Frauen immer die Favoritin, mit einer der Favoritinnen. Ich finde schon, dass man gemerkt hat, dass es dir nicht so gut geht. Aber du hast trotzdem auch in den leisen Tönen am Ende noch mal gezeigt, dass du eine Top-Sängerin bist. Und auch Respekt von mir. Paulina, mega. Die Paulina, mega, mega, mega. Dankeschön. Viel besser kann man das nicht singen, finde ich. Danke. Weißt du, bei dir ist halt so, dass dir das sehr leicht fällt, zu performen. Du performst eigentlich gar nicht, aber es sieht immer nach sehr viel aus, weil du einfach, du bist, she's a natural, weißt du? Das passt alles zusammen, weißt du? Es sind ganz viele Dinge bei dir, die übereinander kommen. Ich sag dir ehrlich, hättest du hier heute nicht abgeliefert, dann hätte ich dich an die Hand genommen und gesagt, das war's für heute. Weil du musst, diesen Song musst du performen. Und das hast du gemacht. Dankeschön. Super. Lydia, ohne so viel Special Effects, es war nicht schlecht, aber es hat mich nicht mehr so begeistert. Manchmal fandst du, war das ein bisschen hart, du. Also, es war gut, ja, aber es war ein bisschen sehr gedruckt, fand ich. Also dein großer Vorteil, Lydia, ist, dass du einfach auffällig bist. Ja. Und du kannst aber auch noch eigentlich ganz gut dazu singen. Heute fand ich es persönlich nicht gut. Ich finde es wirklich immer noch klasse. Ich fand dich jetzt sogar am stärksten in der Gruppe, weil ich mich immer frage, wie stellen sich die Leute an, die eher so ein bisschen Soul singen, ein bisschen R&B singen. Wie schaffen die dann so eine ganz normale deutsche Popnummer, ne? Wo der Soul eigentlich draußen bleiben muss. Und von allen bisher, die ich heute gehört habe, ist es dir am besten gelungen, deine eigentlich eher R&B-soulige Stimme hier reinzupacken, dass es mir gut gefallen hat. Und Tamara, bei dir ist es so, dass du bestimmt auch selbst gemerkt hast, dass deine souligen Riffs eigentlich nur am Schluss hat es super geklungen. Die ganze Zeit davor war das Perlen vor die Säue. Paulina, du hast es super drauf, das ab und zu mal zu machen, so ein kleines Riff, das ist aber wirklich, gelingt fast nur dir. Deswegen für mich war eigentlich Lydia am besten und dann Paulina und dann du, Tamara. Aber wir sind noch nicht am Ende. Vielen Dank, es war toll. Dankeschön. Danke, Mädels.